Malte Keim. Ich fahre jetzt gleich mit der Geschichts-AG der Lessing-Realschule nach Emmendingen, weil wir werden dort ein Tagebuch übergeben von einem ehemaligen Zwangsschüler der Lessing-Schule, weil früher war die Lessing-Schule nämlich eine Zwangsschule für jüdische Kinder, da diese zur Zeit der Nazis nicht normale Schulen besuchen durften. Und von einem dieser Schüler, der den Krieg überlebt hat, haben wir noch ein Tagebuch. Der ist leider gestorben, aber wir haben seine Tochter angemeldet, ob wir das nach Emmendingen dem Tagebucharchiv geben dürfen. Und da sind wir auf Begeisterung gestoßen und so werden wir gleich nach Emmendingen fahren und das dort übergeben. Nein, es war nicht alles schlecht, aber manche Zeiten waren furchtbar. Und aber dann hat sich zum Beispiel, vielleicht soll ich euch da was vorlesen. Musik erschallte, es kam näher. Wir blickten zum Fenster hinaus und da sahen wir vor unserem Geschäft eine Menschenversammlung und Fackeln. Wir ahnten Schlimmes, Pogrom. Schon sahen wir Leute gegen die Fenster gehen, um sie zu zertrümmern. Da saßen auch die Rouladen herunter und wir atmeten etwas auf, aber nur kurz. Dann klingte auch ein Schonfenster. Eine Roulade war zu spät runtergegangen. Und dadurch, mich im Gedanken, mein kleines Herz krampfte sich zusammen. Meine Mutter war ja dort, war dort im Geschäft und die Angestellten auch. Ich hatte schreckliche Angst. Aber wenig, da war ich 6 Jahre alt. Aber wenige Minuten später, meine Mutter mit den jüdischen Verkäuferinnen kamen in die Wohnung. Ich weiß auch heute nicht mehr, wie sie aus den Geschäften entkamen, wahrscheinlich in den großen Trubel. Im Jahr 2003 haben Schüler der Lessing-Schule Stolpersteine initiiert für die ermordeten Großmütter von Karl Judas. Und dafür haben wir den Karl Judas angeschrieben. Eine Schülerin fragte direkt, wie fühlt es sich an, wenn man die Großeltern zurücklassen kann und die werden später ermordet? Sie haben ja keine Visa bekommen. Und da hat der Karl Judas, der sein Leben lang gar nicht darüber geredet hat, schon richtig hat er sich geöffnet und wollte unbedingt mit seiner Familie die Stolpersteine besuchen und hat es befürwortet und hat gesagt, es war für uns schrecklich, denn die Großeltern, die bekamen kein Visa, wir mussten sie zurücklassen. Wir dachten, dass Hitler die Alten in Ruhe lässt. So, was soll man jetzt sagen? 4 Generationen aus der Familie kamen, um die Stolpersteine zu besuchen. So, deshalb habe ich Kontakt behalten zu der Tochter und aufgrund der Idee, dass wir das Tagebuch von Karl Judas, dem Deutschen Tagebucharchiv, zur Verfügung stellen. Und wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich, dass Sie das auch aufnehmen. Ja, wollen wir, da ist das Tagebuch drin und ihr dürft es ja nachher übergeben. Am 10.11.1938. Wie allmorgendlich machten wir uns, meine Schwester und ich, auf um 7:30 Uhr auf den Schulweg. Er führte an der Synagoge vorbei. Es war heimlich dichter Nebel. Als wir in die Nähe der Synagoge kamen, sahen wir großen Tumult. Ein Polizist sperrte die Straße ab. Wir sahen Feuer. Feuerwehrleute umhereilen. Was eigentlich los war, konnten wir nicht feststellen. Der Nebel verhüllte alles, bis auf wenige Meter. So machten wir den einen Umweg und kamen gerade hinter das Gotteshaus.
Undeutlich sahen wir das Gebäude einstürzen. Leise hörten wir ein Knistern. Das ganze Dach des herrlichen Gebäudes war bereits ein Rauch der Flammen geworden. Mit Grauen beobachteten wir das grässliche Schauspiel, als mir jemand auf die Schulter klopfte. Hat es euch denn Spaß gemacht oder macht euch die Arbeit nach wie vor Spaß? Also mir macht es auf jeden Fall viel Freude, weil es ist sehr interessant, wenn man die Schicksale der einzelnen Leute so aufarbeitet und dadurch neue Leute kennen. Und wie gesagt, es waren viele Disziplinen, zum Beispiel mit dem Englischen, wenn wir dir dann die Mail geschrieben haben. Und es belastet ja vielleicht auch, wenn die Schüler in einem ähnlichen Alter waren und so Schlimmes erlebt haben, oder? Wie wäre das? Naja, also es ist natürlich schon ein bisschen belastend, wenn man das so merkt. Allerdings befassen wir uns dann mit dem und reden drüber, von daher geht es. Also ich meine, das ist ja, man kann es als Mahnung sehen, dass man das jetzt nicht mehr wiederholen.